So, Bob. Kriegen wir dafür jetzt einen neuen Angriff? Oh. Nope. Smogon. Ich bleibe mal dabei. Ich habe irgendwie jetzt sowas wie Vulcano erwartet für den Feuerspucker. Aber gut, irgendwie muss... Höchstwahrscheinlich... Zündet er seine Smogons an? Der KI-Metalist. So ungefähr. Also für meinen nächsten Trick. Die Bombe. Smogon, komm mal ran hier. Feuerzeug dran. Oh ja, das war ein netter Trick. So, ne. Gute Nacht. Stell mir gerade vor, nicht schon wieder? Nö! Ich bin durch. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Das Spiel verarscht mich. Ich habe immerhin noch den Superball bekommen. Immerhin nicht einen. So, immerhin wurde mir die Blamage von einem EP nochmal erspart. Gott, der Mendratratz. Müsste ich jetzt nicht auswechseln, um dich zu töten, Ratfratz, würde ich mit Flo dich jetzt umbringen. So. Ich bin mir gerade unsicher, ob die Höhle um einen tiefer geht. Das Sven nehmen so wie. Ich glaube, ich habe Blitzflügel nur bekommen, um die Dinkelhöhle zu erforschen. Aber das. Nee, es geht hier um einen tiefer. So war das doch genau. Dude findet Trank. Dude steckt Trank in Itemtasche. Nach rechts ging es auch nochmal. Warte, oh Gott. Ich habe gerade keine Erinnerung mehr. Ich glaube, hier unten war das Ende. Nein. Okay, dann muss ich wirklich um einen runter und dann um einen wieder hoch. Ich habe vergessen, dass die Höhle so lang war. Ich kann mich mal gut an den Eingang erinnern, aber halt nicht an den Rest. Das sagt nicht unbedingt viel über meine Möglichkeit, Fähigkeit, mich zu erinnern aus, aber dem ist so. So, achso, ich wollte eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Mit Licht jagt eine Höhle keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen die Pokémon keine Angst ein. Ich glaube, in dieser Generation ist es immer so, dass ich einen kleinen Lichtkreis um mich herum habe. So, Ude, schick eine Vulpix in den Kampf. Genau, das habe ich eigentlich erwartet. Vulpix ist so ein hübsches Pokémon. Ich möchte einen Vulpix im echten Leben haben. Und Gardevoir. Weil Gardevoir ist dann auch ein hübsches Pokémon. So, ich wechsle mal wieder auf Chandras. Hinteres Gnu, komm zurück. Los, Schatten. So, Knut. Wusch, wusch, wusch. Krokodil soll relativ gut schmecken. Oh, ich hab... Wollte eigentlich Aquaknarre nutzen. Egal, Kratzer macht Vorarbeit, Aquaknarre macht Rest. Die Animationen in dem Spiel sind auch echt hübsch. Also schön gemacht. Ich habe ja im Allgemeinen relativ hohen Respekt an Pixelart und sowas, weil es relativ Horrorblick. Okay. Weil es relativ schwer fällt, in Pixelstil gut alles darstellen zu können. Blitz! Was sagst du denn? Das Feuer meines Pokémons erleuchtet diese Höhle. Wohin wollte ich mit dem Gedanken? Also ich finde halt Pixelart unglaublich schön. Und doch so ein bisschen... Bin vielleicht so ein kleines bisschen neidisch. Ein Igler. So. Ich habe gehofft, dass ich dich irgendwie paralysiere. Nutzen wir den Pokéball.
meine, wir dürften Superbälle alsbald kaufen, aber ich glaube, ich brauche noch keine, weil eigentlich dürften die Fangchancen noch hoch genug sein und es große Probleme gibt. Kleinstein. Kleinstein, ein Stein, kein Stein, mein Stein. Probieren wir das einfach nochmal. Na, eigentlich sollten die Fahrchancen noch hoch genug sein, dass es keine Probleme gibt. Genau, so wollte ich das eigentlich haben. Kleinstein wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Kleinstein, Gestein. Da Sie stolz auf Ihre harten Körper sind, tragen Sie Wettbewerbe aus, um den härtesten zu... Entschuldigung, das war falsch geschrieben. Habe ich ein Leerzeichen? Ich glaube, ich habe kein Leerzeichen. Schade. Wenn Sie Wettbewerbe austragen, um den härtesten zu finden, wird das jetzt Le Boy. Ist klar, Schatti. Ah ne, hier war wirklich Ende. Warum sollte ich dann nochmal um einen tiefer gehen? Ich gehe trotzdem um einen tiefer. Gab es da noch irgendwas zu holen oder muss ich da später quasi wieder zurück? Also ich war für mich halt nur die falsche Abbiegung, wo ich gemeint habe, oh, hier ist das Ende. Aber schauen wir nochmal nach. Weil, KP-mäßig geht es unserem Pokémon hier gut. Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Die Musik ist gut. Aber es gibt ein Vieh oder ein Jesus Christ over the top. Pokémaniac Satoru schickt Flagmon. Flagmon ist auch großartig einfach. Wo wollte ich jetzt mit meinem Gedanken hin? Achso, es gibt einen Track oder einen Pokémon-Track, der für mich quasi immer das Nonplusultra sein wird. Und zwar ist es aus der vierten Generation von Cynthia. Das Theme, bevor der Kampf beginnt, das mit dem Klavier. Das ist, habe ich eine Obsession für, die schon fast als ungesund zu bezeichnen wäre. Gebe ich zu. Müsste jetzt einen Volltreffer machen, bitte. Gut, ich habe zwar bitte gesagt, aber wegen meiner, aber ich habe jetzt keine AP mehr. So, go Ninja! Töte Flagmon. So, Flagmon benutzt Heuler, ich schlug fehl. Schnabeln wir mal. Hup. Und dann noch einmal schnabeln, dann dürfte das gut funktionieren. Oh, Jesus Christ! Halt, stopp, so habe ich nicht gewettet! So, das ist eine Menge EP für beide. Satoru wurde besiegt. Uff, mein armes Pokémon. Jeden Freitag kannst du Pokémon in dieser Höhle brüllen hören. Wir haben Samstag, sehr unglücklich. Ich weiß halt gar nicht mehr, was hier unten jetzt war. Ein wildes Felino. Okay, ein wildes Felino ist hier unten. Ob hier noch mehr Trainer waren oder sonst irgendwas? Da ist noch ein Item. Die TM39. Was ist TM39? Beutel. Ich hab vergessen, dass Sternschauer eine TM war. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist noch ein Item. Und X-Abwehr. Gut, die könnte ich eigentlich verkaufen. Viel mehr Interesse an denen habe ich nicht. Und hätte ich Surfer, könnte ich da oben noch nachschauen. Aber das habe ich jetzt nicht. Unglücklich. Aber so ist die Welt. Unglücklich, aber wahr. So, flüchten wir.
Zeit für Lino. Und dann verlassen wir die Höhle. Oder auch nicht. Haha, wir verlassen doch nicht die Höhle. Denn vorher kommt noch mal ein wildes Felino. Ich würde ganz gerne versuchen, den Pokédex so weit zu vervollständigen, wie man kann. Sogar, bin ich ehrlich. Und ich hätte gerne eine Möglichkeit, Pokémon zu tauschen, also quasi zum Entwickeln zu tauschen. Weiß aber nicht. Müsste nachschauen, vielleicht... Es soll eine Möglichkeit geben, dass man irgendwie bei einem Visual Boy Advance Tauschen drin hat. Dann würde ich quasi den Save kopieren und so kurz vorm Ende kommt noch ein Zubat höchstwahrscheinlich. Nein, Radfratz. Dass ich dann irgendwie einfach nur den Save kopiere und dann hin und her tausche oder so. Muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, Route 33. Hier ist noch eine Beere drin. Eine Gegindiftbeere. So, du steckst Gegindiftbeere in die Tasche. Hey, komm, endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Der Größe hat sich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden. Also habe ich sie verlassen. So, wir haben sie. Das ist jetzt noch ein Kampf übrigens. Ich bin durch die Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Spielst du mit dem Emulator? Ja. Ich habe leider, also Pokémon-Kristall gibt es zum einen nicht für, also soweit ich weiß, gibt es den nicht für den, die, wie heißt es? Von Nintendo selber dieses Virtual Boy, meine ich, heißt das. Na, also zum einen gibt es das dafür nicht und zum anderen hätte ich keine Möglichkeit, einen 3DS abzugreifen. Was ich schade finde, in beiden Punkten. Steinwurf. Cool. Also wäre oder gäbe es die Möglichkeit, dass man sich Pokémon-Kristall kaufen kann. So, halt, wie gesagt, für ein Virtual Boy oder sowas. Würde ich sagen, tut es. Pokémon-Kristall ist ein großartiges Spiel. So, und ein Macholo. Ja, wir wechseln auf Ninja ist ein bisschen angeschwächt, aber ich glaube, sie kriegt das schon hin. Ne, die, in Anführungszeichen, clean Grafik gibt es auch so ein bisschen her, dass ich auf dem Emulator spiele. Weil, also ich habe, zum einen habe ich das Bild ein bisschen größer gemacht. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn du nur Pokémon entwickeln möchtest, kannst du jetzt zur Not auch ein bisschen cheaten. Ja! Aber ich fände es halt besser, wenn ich das wirklich so machen könnte, ne? Ich schaue einfach mal, weil zwei Visual Boy Advance oder ne, also zwei Emulatoren offen haben oder sowas, dürfte kein Problem sein. Na, wie gesagt, wenn ich da einfach nur den Speicherstand kopieren muss, dann ist es ja okay. Also ich so quasi den gleichen identischen Speicherstand. Wow, du hast mehr Mumm als ich! Annette ruft mich an. Guten Abend, Dude! Annette, hallo, bist du wach? Hör zu! Ups. Ich vergaß, was ich sagen wollte. Okay, ich ruf später an. Höchstwahrscheinlich ist sie gerade einfach nur um die Ecke in irgendeinem Baum oder so. Ich kann dich sehen. So, Azalea City. Ah, die Musik ist so schön. Es fühlt sich halt einfach an, als wäre ich... Weiß nicht. Ich bin einfach glücklich, wenn ich diese Musik höre. Irgendwie fühlt es sich für mich an, weißt du, es gibt keine Probleme, alles ist easy, alles ist gut. So, und ich, simplere Zeiten, daran erinnern die mich. Das funktioniert, gab's noch nicht. Die Trainer-IDs funktionieren, aber das... Weil wenn ich hin und her tausche, dürfte es ja keine Probleme geben, oder? Es ist gefährlich, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Jo, bist du? Mann in Schwarz gekleidet. Mimü, oh. Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Ruhen verkauft werden. Oh. Hier gibt es keine Superbälle. Ich werde mit Pokébällen auskommen müssen. Ich wünschte, Kurt würde mir einen seiner Bälle... Kurt einen seiner Bälle machen, doch. Ein Superball eignet sich besser zum Fangen von Pokémon als ein Pokéball. Aber manchmal sind Kurzbälle besser.
Ja, Kurzbälle. Willkommen, womit kann ich Ihnen dienen? Hier gibt's die Holzkohle zu kaufen. Also ich habe keinen Feuerattacken, dementsprechend ist es für mich uninteressant. Aber man könnte sich die Holzkohle kaufen. Wenn das man mit der Identischen ID das nicht hinbekommen kann. Zumindest glaube ich, mich daran erinnern zu können, kann auch falsch sein. Wenn dem so wäre, wäre es schade. Aber ja, für Tauschzwecke wäre es. Spiele ich mir einfach einen zweiten Safe oder sowas hoch. Ne? Dass ich dann einfach sage, okay, jetzt hab ich hier nochmal. Trainer Bananenapfelmus. Und der existiert dann quasi nur, dass ich am Ende tauschen kann. Ist Togepi schon da? Nein. Isa noch nicht. So, gib mir mal das. Muss aufhören, B zu drücken, aus Versehen. Pokebälle. Gib mir mal. Wir holen uns nochmal 5 Pokebälle. So, und nochmal. Funktioniert das eigentlich? Okay. Das habe ich mal in der alten oder in Gen 1 ausprobiert. In der neueren Generation ist es so, wenn du quasi auf 1 bist und auf 99 runter oder nach unten drückst, dann werden dir so viele oder wird dir vorgeschlagen, so viel zu kaufen, wie du dir leisten kannst. Aber das gibt's ja anscheinend noch nicht. Noch immer nicht. Du musst mir rumrennen. Ja. Das muss ich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Schritte es bräuchte. Sogar, ich kann einfach mal nachschauen, wie weit es ist. So. Status. Es bewegt sich manchmal. Es könnte bald schlüpfen. Also noch nicht unbedingt weit. So. Weißt du über Aprikokus Bescheid? Brich eine auf, höhle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokus verwendet. Das finde ich halt cool. Lauf, Schatten, lauf! Bills PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Beherrsche deine Pokémon vor allem Attacken. Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn dein Pokémon besiegt worden ist. Jo. Me knows. Guten Abend, du bist spät dran. Wird halt noch immer geschämt. 21.25 Uhr und sie so, du bist spät dran, junger Mann. Ah. Gut, dann benötige meine Pokémon halt. Lauf, Forest, lauf! So, habe ich schon mit dir geredet? Also bist du gekommen, um Kult darum zu bitten, einige Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Steht hier drin, Holzkohleofen. Alle Flammen sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein, besser wir bleiben zu Hause. Der Patron des Waldes, ah, da gibt's ein Event! Da bin ich so traurig, dass wir das nicht in Deutschland bekommen haben. Wo sind nur all die Flagmon hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Und zwar kann man in der japanischen Version von Pokémon Gold, Silber... Ich weiß nicht, ob es Gold, Silber betrifft, aber den Kristall auf jeden Fall. Kann man hier im Steineichenwald, nicht Steinchenwald, ein Celebi bekommen mit einem speziellen Ball, und zwar dem GS-Ball. Und der wurde in Europa nie verteilt. Ich weiß nicht mehr, ob das Event in Europa existiert. Auf den europäischen Discs. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist ein Aprikoko weiß. Blut steckt Aprikoko weiß in Itemtasche. Genau, die Aprikokos sind auch nochmal so besondere Bälle hier. Gehe durch Azalea City und landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich, weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Na, hier haben wir die Arena, die ist zu momentan. Also schon mal eine Fleckmann-Rote probiert, sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Und Celebi knuffig. So cool und so stark und so süß. Die Fleckmann sind verschwunden. Wurden sie von bösen Leuten gestohlen? Wer bist du? Dude, war? Dude war ein guter Name. Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Roten von Flagman ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmann! Der alte Kurt ist auf dem Weg! Ich
Glückskanal. Yeah! Wie, oh. Glückskanal. Yeah! Wie geht es euch nun? Geht es euch gut oder geht es es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 62435. Ich wiederhole! Die Glückszahl ist 62435. Gewonnen! Kommt zum Radioturm! Yeah! Wie geht es euch nun? Ganz komisch, dass ich hier halt nicht durchklicken muss. Was habe ich für eine ID? 30179. Ein junger Professor Eich? Da fällt mir ein, der japanische Sprecher von Professor Eich ist ja vor einiger Zeit verstorben. Oh mein Gott, ein wildes Schick. Wo? Bei dir in Pokémon Let's Go, oder wie? Weil ich habe hier keins. So, das war der Holzköhler, das war der Pokémon-Markt. Soll ich einfach mal ein bisschen rumdüdeln, bis wir Shigi haben? Eigentlich würde ich eher auf ein Fahrrad oder sowas warten, damit wir ein bisschen schneller sind. Gefangen. Ah, GZ. Dude, die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah, mir ist nicht zu helfen. Du, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich! Okay. Stimmt, die Musik von Team Rocket hier war auch ganz cool. Mist, ich stand da oben wach, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Das sind eigene Melodien, ne? Rocket Rüpel möchte kämpfen. Rocket Rüpel schickt Radfratz in den Kampf. Kein Radfratz! Ah! Oh, ich habe Flo noch vorne. Ich würde ganz gerne... ja, komm. Ich level mich mal auf 15 hoch. Ich glaube, damit müsste ich mich entwickeln. Und dann level ich den Rest so ein bisschen weiter. So, Bob, Aquaknarre. Roten Schlag. Meine Verteidigung sinkt. Bin sehr froh, dass die Attackenanimationen sich über die Jahre doch noch ein bisschen geändert haben. Ein bisschen hübscher geworden sind. Aufpoliert wurden, möchte man schon fast behaupten. Und dass wir jetzt die Plöpp, so wie Pokémon heute ausschaut, dass wir das erreicht haben. Radfratz, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich wechsle nochmal ganz kurz zu Ninja, weil die erst kurz vom Level ab. Ich dachte immer, das heißt Ratzfratz und sagt es heute noch rausgekommen. Ich auch! Ich sag auch immer Ratzfratz, obwohl es Radfratz ist. Ich versuche, das richtig zu machen, aber es passiert halt einfach selten. Ähnlich ist es wie mit wie heißt das? Zickzacks, meine ich, aus der dritten Gen? Irgendwie so hieß das. Aaron ist ungehorsam. Aaron. Goddammit, du bist Level 11. Aaron, gehorch mir nicht mehr, guys. Ich hab vergessen, dass das bei Level 11 schon losging. Voll nicht lieb und so. Weißt du, Aaron einfach zwei Runden hintereinander und pult sich in seinem großen steinigen Ohr rum. Lol, GZ. So, 81 EP, Ninja L54. Rocket Rüpel wurde besiegt. Heute ist nicht mein Tag. So. Ich pack mal Ninja nach vorne. Na, damit sie auf Level 12 oder so kommt. Ich kann ja momentan relativ wenig mit Flo anfangen, weil wenn Radfratz und sowas genutzt wird.
Wir sollen aufhören, den Fleckmann ihre Routen abzutrennen. Tja, versuche uns alle zu besiegen. Mach ich. Ihr seid wie die Schlümpfe. Einer gleich wie der andere. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Ich finde es interessant, dass die weiblichen Rüpel eine so andere Uniform haben. So. Fangen wir einfach an mit Schnabeln und sowas. Na, das ist okay, ja, Schaden. Ach, Blutsauger. Na, Schaden, über den man sich nicht unbedingt beschweren kann. So, Ninja hat Kapi verloren. Das ist egal. Ninja macht einfach weiter mit den Schnäbeln. Oder auch nicht, weil das ist super Schall. Na, kannst du mir den Gefallen tun, Ninja, und einfach nicht verwirrt sein? Nein. Schade, dass es in Gelb und dementsprechend im Remake keine CV Islands gibt. Ich meine, die CV Islands hätten sie trotzdem reinmachen können. Das muss ja nichts damit zu tun haben. Ich meine, in Rot und Blau gab es ja auch keine CV Islands. Sie kamen erst in Feuerrot und Blattgrün. Soweit ich weiß. Dementsprechend. Ja, ist komisch, ne? Man hätte die einführen können. So, Rettern. Ja, Rettern ist nämlich kein Normaltyp, da kann ich Flo wieder reinschicken. Was ich schade fand, war in, Omega Rubin Alpha Saphir Remake, dass da nicht die Insel existierte. Wie heißt die? Kampfinsel oder so hieß die, meine ich. Rettern kann Giftstachel lernen. Das fand ich halt irgendwie doof. Ne, da haben sich aber auch ganz viele drüber beschwert und im Nachhinein gesagt, ey Leute, die waren im Original drin, warum habt ihr die jetzt nicht nachgeliefert? Also, warum habt ihr die nicht mit eingebaut? Ganz viele mochten die. So. Ich glaube, ein Gift-Pokémon kann nicht vergiftet werden. War da nicht irgendwas? Wahrscheinlich werde ich jetzt vergiftet. Nee, okay. Kretten ist auch irgendwie knuffig. Wobei ich Arbok lieber mag. So, da ist reicht Level 14. Ah, da noch keine zweite Angriffsattacke gelernt. Du vorlautes Balk! Wen? Was? Was meinst du mit wen? So, Supertrank. Ups. Hallo, Zubat. Jetzt weiß ich, wo der Rocket-Rüpel gerade sein Zubat her hat. Hast du gesehen? Ein Zubat, gefangen. Irgendwie ist es gemein, weißt du? Das arme Zubat hat einfach den Ruf so, oh, du bist das Rocket-Pokémon. Wir sollen aufhören, den Fleckmann ihre Ruhen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Du hast gesagt, irgendwer oder irgendwas wurde gemacht, aber nicht eingebaut. Achso, die Kampfinsel. Ich bin mir unsicher, wie die hieß. Also genau hieß. Ich glaube, sie hieß irgendwie sowas wie Kampfinsel. Oder auch nicht. Ich meine, bin schlecht mit Namen. Ich meine, ich persönlich habe sie nicht genutzt, aber ich, um welche Routen geht es eigentlich? Ja, das möchtest du wissen, Loki, ne? Je nachdem, ob du, den FSK 18 Filter bei Google an- oder aus hast, um die Routen geht es dann. So, Kampfresort, genau, irgendwie so hieß das. Ich bin wirklich schlecht mit Namen, oh Gott. Vielleicht mal eine Route noch. Noch ein Zubat. Ja, ich möchte ganz gerne das Pokémon wechseln. Auf Aron. Die Fleckmann sind aber auch irgendwie knuffig. Weiß nicht. Weil ich jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich einfach so an den Routen rumknabbern würde. So. Oh, Fleckmann, nom, 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 dein Schwanz ist delicious.